Die Kirche in Altehagen ist nach Johannes dem Täufer benannt. Ihr Bau reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück, wobei als erstes der Turm im Westen errichtet wurde. Das Schiff der Johanneskirche, also der Raum, in dem der Gottesdienst gehalten wird, der ist später erbaut worden, vermutlich im 14. Jahrhundert. Grundlegend saniert und umgebaut, das wurde die Altehagener Kirche 1745. In der Bauform sehen wir sie auch noch heute. Ein Merkmal des Umbaus, das ist die Einsetzung der flachen Putzdecke im Kirchenschiff. Der Westturm ist in den Jahren 1746 bzw. 47 um den Turmhelm aufgestockt worden, die sogenannte Welsche Haube. Eine weitere Renovierung der Johanneskirche hat es 1891 gegeben. Dort hat man den Eingang am Treppenaufgang zugemauert. Seitdem kann die Kirche nur noch über den Westturm betreten werden. Auch hat man das Innere der Kirche grundlegend erneuert. Im Jahr 1952 hat man noch die Ostempore zurückgebaut. Zu dem Zeitpunkt hat man auch die Salminschriften und die barocken Bemalungen neu entdeckt. Zur Innenausstattung zählt der spätgotische Taufstein, der früher die Kanzel gestützt hat. Der ganze Altarraum ist nach Osten ausgerichtet, in Richtung Jerusalem. Für alte Kirchen ist das die typische Bauform, die sogenannte Ostung. Im Altarraum fallen auch die Glasmalereien auf. Die sind im Jahr 1959 von der Glaswerkstatt Heberle eingesetzt worden. Entworfen hat sie die Künstlerin Hilde Färber. Sie zeigen einmal die Geburt Jesus, die Grablegung und die Auferstehung Jesu. Im Kirchturm läuten zwei Glocken. In beiden Weltkriegen wurde die jeweils größere abgegeben. Die heutigen Modelle haben einen Durchmesser von 80 bzw. 70 cm. Gesteuert werden die Glocken durch ein altes Uhrwerk. Die Firma J.F. Wolle aus Bockenem in Niedersachsen hat es hergestellt. Eingebaut wurde es im Jahr 1928. Und hat 2600 Mark gekostet. Die Zifferblätter der Kirchuhr sind erst später installiert worden. Das Kirchspiel Altehagen bestand ursprünglich aus 4 Gemeinden: Altehagen, Wattenbach, Empfershausen und Kehrenbach. Kehrenbach fiel schon 1954 an die Kirchengemeinde Melsung. Seit 1981 bildet Empfershausen eine Kirchengemeinde mit Körle. Heute setzt sich die Kirchengemeinde durch die Dörfer Altehagen und Wattenbach zusammen.